Naja, da vorne ist eine Rune. Die liegt übrigens sehr präsent da. Die kann man ja fast nicht übersehen. Natürlich noch ein paar Notizen. Na, okay, das ist eine ziemlich lange Notiz. Alte Musik. Ja, dafür ist das Buch ziemlich kurz. Könnte man umdrehen, würde genauso passen. Ja, nerv mich nicht hier. Was könnte ich denn mal machen? Tödlicher Schwarm, Windstoß? Das nutze ich sowieso nie, ich kenne mich da doch. Die Nachtsicht erweitern oder lieber sparen? Teleportieren kann ich ja sowieso nicht mehr erhöhen. Ich würde gerne... Ich nehme jetzt mal die Bewegung. Okay. Die Beweglichkeit und den Schattenangriff, dass ich keine Leichen mehr entsorgen muss, wenn ich sie verdeckt töte. Hier sind überall Wasserhände, die ich benutzen kann. Das, glaube ich, hat auch einen Sinn. Allerdings möchte sich mit der momentanen Dingens hier nicht erschließen. Gibt es einen Schnellspeicher? Nö. Hätte mich auch gewundert. Also zumindest nicht auf F5. Kann sein, dass es die irgendwo anders gibt. Schnellspeichern ist ja sowieso eine Seltenheit geworden in aktuellen Spielen. So, was ist denn jetzt hier los? Ach du Scheiße. Ich glaube, ich versuche erstmal hier rüber zu kommen, oder? Am besten unauffällig. Ist auch voll realistisch, dass mich die nicht sehen bei einem heiligen Tag. Aber ja, ich sag da mal nichts zu. Hier unten vielleicht? So ein wundersames Symbol für den Fortschritt durch Industrie und Entwicklung. Hier komme ich aber auch rüber. In irgendeiner Form. Aua. Was zum? Was ist das denn? Was ist denn für Viecher? Was zum? Alter! Komische Viecher! Ach, die verschließen sich hier. Hallo, geh auf. Gehst du wieder auf? Scheinbar nicht. Da unten ist auch noch eine, aber die möchte nicht. Die ist scheinbar demotiviert. Im Gegensatz zu den anderen da drüben. Jetzt habe ich auch keinen Bock, mich mit den Viechern anzulegen, ehrlich gesagt. Geht's hier wieder rauf? Möglichst schnell. Dann schnell weg, bevor mich da hinten sieht. Ich habe den Vorsprung hier vorher nicht gesehen, sonst wäre ich hier gleich rauf. Das war natürlich wieder sehr optimal gelöst. Und hier könnte ich jetzt rein theoretisch nicht rüber, weil hier der Typ im Weg ist. Da ist schon wieder so ein Lichtwandteil. Und da muss ich irgendwie durchkommen. Nur wie? Hier komme ich ja eher weniger durch. Ich schaue mich mal kurz an. Tja, geh weg. Eine Wache weniger. Der löst sich nicht auf, weil ich ihn nicht getötet habe. Ist natürlich auch klar. Ich muss irgendwie diese... Kann es sein, dass ich irgendwie diese Räder umdrehen muss hier? Bin mir nicht sicher. Wenn ich hier raufgehe, da kommt doch bestimmt gleich wieder der Typ, oder? Ja. Natürlich kommt da der Typ. Jetzt nicht mehr. Beute nehmen. 25 Münzen. Wunderbar. So, kann ich jetzt hier mal irgendwas umdrehen? Was bringt das denn? Stoppt die Dinger. Und lässt sie wieder anfahren. Gut zu wissen. Ich habe keine Ahnung, was mir das bringt. Ich glaube, irgendwas Sinnvolles, sonst hätte ich es ja nicht machen müssen. Jetzt kann ich aber hier hinten hin. Ah, das Gitter deaktivieren. Und hier hätte ich es umpolen können. Jetzt muss ich nur irgendwie wieder durchkommen hier. Am besten ohne zu sterben. Oh nein! Wer ist da? Niemand. Hier ist niemand. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Abschauen.
Ort. Komm mal hier rein. Kann dich die Ratten fressen von mir aus, ist mir egal. Dann habe ich zumindest indirekt niemanden getötet. Zumindest direkt niemanden getötet. So, worum gehört sich das? Und jetzt muss ich hier durch. Ah ja. Hier komme ich aber auch durch. Von der anderen Seite blockiert. Ah ja. Hätte ich wahrscheinlich von dem anderen Haus hier vom Dach irgendwie rüberkommen können. Hier schaue ich mich aber... Na, ich will hier rauf. Ich möchte mich in dem Haus noch kurz umschauen. Warum springe ich eigentlich wie ein kleiner Kasi? Das war jetzt toll. Very intelligent. Da muss ich, glaube ich, auch das benutzen hier. So, das wollte ich. Hier rein wollte ich nämlich noch. Hier gibt es nämlich noch ein bisschen was zu suchen, wie man ja sieht. Hoffe ich auch noch was Wertvolles. Nicht, dass ich... Hier hat doch gerade jemand was gesagt, oder? Hä? Das war doch hier unten irgendwo, oder? Oh, hi. What the... Geht weg! Kakratten! Kann ich die irgendwie anders ausschalten? Ich glaube nicht, oder? Halten Sie irgendwie die Ratten von mir fern, damit ich raus kann. Bin dabei! Die kommen wieder. Da hinten ist eine Rune. Ne, ein Knochenartefakt. Aber auch nicht schlecht. So, haben wir hier wieder ein Tagebuch. Könnt ihr, wie gesagt, lesen, wenn ihr Pause schaltet. Ansonsten werde ich die, wie gesagt, nicht vorlesen. Ich schaue mich jetzt erstmal nochmal hier um. Ich glaube, hier gibt es aber auch nichts Besonderes außer der jungen, alten, was auch immer, Frau da. Hallo. Kannst du raus, wenn du willst. Die Ratten fressen dich bestimmt gleich. Danke für die Hilfe. Ich dachte, ich wäre sicher. Aber da waren Ratten. So viele Ratten. Das ganze Lagerhaus verseucht. Ich weiß, dass manche Leute nicht an sowas glauben. Aber ich schwöre, die Ratten kamen, nachdem ein Mann hier durchgegangen ist und ein Amulett umhergeschwenkt hat. Es sah aus wie aus Knochen. Aber jetzt ist er tot. So wie alle anderen von hier. Das ist ein interessantes Detail, dass die Ratten mit irgendwelchen... Es ist übrigens sehr lecker hier auf jeden Fall. Also, für schwache Mägen ist das hier nichts, die Stadt. Ist auf jeden Fall nicht sehr kinderfreundlich, sag ich mal. Hier könnten wir auch raus. Ach, das wäre die Tür, von der wir gekommen sind. Aber ich schaue jetzt erstmal noch nach oben. Das Haus hat ja noch ein Stockwerk. Hoffentlich eins ohne Wachen. Da hätte ich jetzt nämlich überhaupt keinen Bock drauf auf Wachen. Aber ich glaube, es sieht hier ziemlich leer aus. Hier gibt es nur ein bisschen was zu klauen. Ja. Und was zu lesen. Ist auch nicht schlecht. So, dürft ihr alles pausieren, wenn ihr wollt. Das sage ich jetzt auch schon zum 3000. Mal, glaube ich. Hier ist noch irgendwas Interessantes. Hier ist noch jemand. Mana-Elixier. Oh ja. Yeah. Oben noch irgendwas? Nö. Sieht nicht so aus. Dann gehe ich nach unten. So, hier haben wir ja die schöne Tür. Die nutze ich jetzt. Na, ich kann eigentlich gleich durchs Fenster gehen. Brauche ich die Tür nicht aufsperren. So. Seht ihr doch. Und dann gehen wir zum nördlichen Ende. Der Cordoba-Brücke natürlich. Rattenschwärme werden von Leichen angezogen. Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Hier ist eine Tür. Kann ich da gleich rein? Natürlich. Gleich mal im Haus verschwinden. Und Ratten. Ich hasse Ratten. Und Leichen sind auch nicht unbedingt besser. Ist hier denn irgendwas noch? Hier oben ist noch ein Knochenartefakt. Hat sich ja gleich noch gelohnt auch. Okay. Ich nehme alles zurück. Ich kann also hier nichts machen. Zumindest glaube ich das. Sokolovs Haus ist jetzt da vorne irgendwo. Da ist eine Gasse. Die nutze ich doch gleich mal. Seitengassen und irgendwas ist immer sehr gut. Da bin ich immer voll der Fan von. Hier oben geht es in irgendein Gebäude. Mhm. Das schaue ich mir jetzt gleich mal an. Oder doch nicht. Okay. Ich nehme alles zurück. Und behaupte das Gegenteil. Hier kann ich nicht rein. Aber hier. Hier ist niemand. Okay. Reine Luft bin ich immer sehr Fan von. Hier, das Zimmer auf der anderen Seite. Ach so. Da können wir jetzt ganz nach oben.
sollten uns das Knochenartefakt holen, das hier noch irgendwo rumgammeln muss. Und dann denke ich mal, gibt es auch einen... Na toll. Gibt es auch irgendwo einen Weg, um hier anders weiterzukommen. Aber jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich hier vielleicht reinkomme. Ob das jetzt die klügste Idee ever war, ist die andere Frage. Ich hoffe es einfach mal. Ich brauche unbedingt mehr Mana-Elixiere hier, das ist ja echt schlimm. Münzen, yay! Ich muss dann auf dem Rückweg auf jeden Fall zu Piero. Und mir meine Dingens holen. Mal ein paar Upgrades. Ah ja, jetzt geht's hier weiter. Übrigens gibt es auch, glaube ich, Sammlergegenstände von Pieros Elixier oder so. Krampf. Sokolovs Dingense. Sokolovs Gemälde. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Was ist denn hier los? Ist hier denn schon wieder Party? Hier unten sind. Keine Ahnung, wer da unten ist. Ich speichere mal vorher. Wie gesagt, heute möchte ich mal ein bisschen stealthiger vorgehen wie sonst. Wobei mich das eigentlich wundert, weil es eigentlich schon wieder abends ist und ich da normalerweise überhaupt nicht konzentriert bin. Aber was soll ich dagegen unternehmen? Ist das abgeschaltet? Hilf mir doch jemand! Drecksker! Aus der Schusslinie! Was machen die denn jetzt? Nichts gibt's hier. Freundchen. So. Will jetzt hier noch einer was? Oder habt ihr genug? Ich glaube, die sind aber trotzdem tot. Was natürlich nicht ganz so geplant war. Ach, hier ist auf jeden Fall mal... Oh, verdammt. Das ist jetzt natürlich super klasse. Ich keinen Mana mehr habe. Oh, die Ratten bemächtigen sich hier einer Leiche. Das ist natürlich toll. Ich hätte aber jetzt trotzdem gern Mana-Elixiere. Hier geht's zu Sokolovs Haus. Hier geht's aber auch weiter. Hier ist eine Tür zu. Ach ja, hier geht's von der Cordwin-Brücke wieder runter. Das bringt uns allerdings nichts, weil wir hier nichts machen können. Von unten könnten wir lang. Bringt uns das was? Ist die Frage. Ich hätte gern unbedingt noch Mana-Elixier. Ist echt schlimm. Bringt uns das was, ist die Frage. Ich könnte hier rüberschwimmen. Aber ich glaube, das ist nicht die beste Idee. Ich probier's mal. Weil da kommen bestimmt wieder diese komischen Fischis. Na? Kommt bestimmt wieder diese Fische. Gegen die ich blöderweise selten was machen kann. Aber ich komme hier schon mal rein, das ist gut. Bin ich schon mal im Gebiet. Und das ist hier alles, was ich möchte. Ja, an diesem Licht in Sokolovs Haus. Wunderbar. Sind wir schon drin. Und ich hätte unbedingt gerne noch ein Mana-Elixier. Ich brauche unbedingt Mana-Elixiere. Habe ich denn hier keinen Schnellspeicher? Ich schau mal kurz, ob es das nicht gibt. Ich meine, das ist ja fast ein... Schnellauswahl gibt's, aber irgendwie... Doch, gibt's. F5. Warum geht das doch nicht? Hä? Ach, das geht sogar. Okay. Wusste ich nicht. Da ist frei... Hier oben ist da frei. Nicht wirklich. Da ist eine Rune da oben. Wo ist denn der Typ hier? Da. Ah ja. Hier sind lauter Typen. Da habe ich irgendwie ein Problem mit, dass da lauter Typen sind. Was ist das denn? Ups! Das war jetzt nicht gut. Das lade ich mal kurz nochmal. Entschuldigung, das war jetzt nicht geplant, weil ich nicht wusste, was dieses komische Teil da macht. Das ist scheinbar ein Alarmsystem für irgendwas, das irgendwie meine Magie stören kann. Ich habe keine Ahnung, was das bringt.